Das ist mein Kind schon immer gewesen. Dass es in Frage gestellt wird, ist auf eine gewisse Weise absurd für mich. Christine und Katrin sind ein lesbisches Ehepaar mit Kind. Katrin ist die biologische und damit die rechtliche Mutter. Christine nicht. Sie muss ihre Tochter erst adoptieren. Und das kann Monate, manchmal Jahre dauern. In der Zeit hat sie quasi keine Rechte gegenüber dem Kind und muss ihre Eignung als Mutter unter Beweis stellen. Warum die Adoption für viele so belastend ist, welche Nachteile dadurch entstehen und welche Ideen die Politik hat, um das zu verändern, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Das sind Christine und Katrin. Sie sind verheiratet. Vor knapp 3 Jahren haben sie sich entschieden, wir wollen ein Kind bekommen. Von einem Freund haben sie eine Samenspende erhalten und Katrin wurde schwanger. Misha kommt 2020 zur Welt. Einer der glücklichsten Momente für die junge Familie. Aber es beginnt auch eine harte Zeit für die frischgebackenen Eltern. Denn nur eine der beiden gilt offiziell als Mishas Mutter. Ich bin quasi ein rechtliches Niemand für mein Kind. Also ich habe keine Rechte. Sie hat keine Rechte an mir sozusagen. Also ich bin quasi bedeutungslos, rechtlich gesehen. Misha hat nach dem deutschen Recht nur eine anerkannte Mutter, nur einen Elternteil, ihre biologische Mutter. Hier ist die zweite Elternstelle, Lea. Christine wurde bei der Geburt von Misha nicht automatisch als Elternteil in die Geburtsurkunde eingetragen. Das ist mein Kind schon immer gewesen. Das war irgendwie von der ersten Planung, vom ersten Gespräch über ja, Geburt und alle Schritte war das mein Kind und dass es in Frage gestellt wird, ist auf eine gewisse Weise absurd für mich. Welche Nachteile das hat, zeigt sich schon direkt in den ersten Tagen nach der Geburt. Alleine mit Misha zum Arzt, ohne Vollmacht von ihrer Frau, geht das nicht. Und der Worst Case, der sehe für Misha so aus. Im Falle von Katrins Ableben wäre es so, dass sie in staatliche Obhut kommen könnte. Also ich bin nicht automatisch dann ihre, also ich bin nicht ihr Elternteil sozusagen rechtlich gesehen und dementsprechend ist es auch überhaupt nicht klar, dass sie weiter bei mir leben könnte. Der einzige Ausweg? Eine Stiefkindadoption. Das heißt, Christine adoptiert Misha, um die gleichen Rechte wie Katrin zu bekommen, die Misha geboren hat. Nach der Adoption könnte sie mit Misha zum Arzt, als Erziehungsberechtigte unterschreiben, etc. Eben all das, was momentan nicht geht. Aber diese Adoption kann Monate, manchmal Jahre dauern. Bei Heterofamilien ist das ganz anders. Wenn ein heterosexuelles Ehepaar ein Kind bekommt, dann wird automatisch der Ehemann als Vater eingetragen. Egal, ob er das Kind gezeugt hat oder nicht. Wusstet ihr das? Das funktioniert bei Heteropaaren entweder per automatischem Eintrag, wenn sie verheiratet sind, oder auch per Vaterschaftserklärung, wenn nicht. Christine und Katrin, genau wie andere queere Eltern, haben diese Optionen nicht. Wie findest du das, dass lesbische und queere Eltern ihr Kind adoptieren müssen, im Gegensatz zu Heterofamilien? Schreib's mir gern in die Kommentare. Wir sprechen in dieser Folge übrigens nur über lesbische und queere Paare, bei denen eine der beiden das Kind selbst bekommen hat. Wie das zum Beispiel bei schwulen Paaren aussieht, die einen Kinderwunsch haben, das könnt ihr hier nachlesen. Zurück zu Christine und Katrin. 2 Monate nach Mishas Geburt startet der Adoptionsprozess. Worum es dabei geht? Die beiden und vor allem Christine müssen jetzt beweisen, dass sie auch als Mütter geeignet sind. Das ist einfach nicht schön, sozusagen so auf so einen Prüfstand gestellt zu werden. Und wir haben auch gehört, also dass sorry, es ist nicht nur nicht schön, sondern das ist einfach, also das ist eine grobe Diskriminierung. Wir haben uns gemeinsam entschieden, ein Kind zu bekommen. Und wir sind von Anfang an in elterlicher Fürsorge. Und eine Person, eine komplett fremde Person, kommt und prüft es sozusagen. Mhm. Das gibt es in Heterokonstellationen nicht. So, da wird es in keinster Weise in Frage gestellt. Christine und Katrin müssen also Unterlagen sammeln. Führungszeugnis, Gesundheitszeugnis, Heiratsurkunde, Einkommensnachweise. Das alles, um zu zeigen, dass sie gesund genug sind, genug Geld haben und keine kriminelle Vergangenheit haben. Außerdem steht noch ein Besuch vom Jugendamt bei der Familie an. Das ist wirklich das Letzte, dass die prüfen, ob man eine Familie ist. Ja, wir sollten auch noch einen gemeinsamen Lebenslauf einreichen. So unsere Geschichte. Genau. Und das ist einfach nackig machen und das möchten wir gar nicht. Also. Und deswegen haben die beiden an dieser Stelle gesagt, halt, stopp. Es fühlt sich für sie nicht richtig an.
ein solcher Hürdenlauf für die Adoption des eigenen Kindes? Sie entscheiden sich zu klagen auf das Recht, dass beide als Mishas Eltern gelten, und zwar ohne Adoption, eben genau wie bei Heteropaaren. Noch liegt ihre Klage bei Gericht. Wie es bei den beiden weitergeht, erfährst du später. Jetzt aber erstmal die Frage, woran liegt es, dass queere Paare überhaupt durch diesen Adoptionsprozess gehen müssen? Und wer in der Politik will, dass es so bleibt? Der Prozess der Stiefkindadoption ist sehr langwierig. Der kann so zwischen 6 Monaten, aber auch 2 Jahren dauern. Das ist Lisa Haring vom Regenbogen Familienzentrum in Berlin. Sie berät regelmäßig queere Familien beim Thema Kinderwunsch. Daher kennt sie die Hürden, die auch Katrin und Christine erlebt haben. Eins der großen Probleme ist, dass es ein sehr willkürlicher Prozess ist, der in jedem Bundesland und tatsächlich auch bei jedem Familiengericht in Berlin anders abläuft. Es gibt zwar ein Standardprozedere bei der Adoption, dazu zählt vor allem das Einreichen der Unterlagen, aber jeder Fall wird anders unter die Lupe genommen. Wie viele queere Familien müssen in Deutschland durch diesen Prozess gehen? Ganz genau lässt sich das nicht sagen. Laut Lesben- und Schwulenverband lebten in Deutschland 2020 in mindestens 12.000 Haushalten gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern. Aber auch diese Zahlen sind nur Schätzungen. Unser Eindruck ist aber, dass der Bedarf ständig wächst. Das merken wir daran, dass unsere Beratungsanfragen ständig wachsen und wir mittlerweile in Berlin 3 Regenbogenfamilienzentren haben. Der Bedarf wächst offenbar. Die Lage für Paare wie Christine und Katrin bleibt gleich. Es gab die große Hoffnung, dass mit der Ehe für alle auch eine automatische doppelte Elternschaft möglich ist bei queeren Paaren. Leider hätte dafür eben das Abstammungsrecht geändert werden müssen und das ist nicht passiert. Abstammungsrecht? Das Abstammungsrecht regelt, wer als Eltern eines Kindes gilt. Und in dem Gesetz sind erstmal nur Mutter und Vater vorgesehen, nicht Mutter und Mutter. Und damit ist es zurzeit nicht möglich, dass zum Beispiel 2 Frauen als Elternteile automatisch anerkannt werden. Mein Eindruck ist, dass Deutschland sehr viel Wert darauf legt, dass Familie einer bestimmten Form entspricht. Und das ist ein heterosexuelles Paar, bestehend aus Mann und Frau, die verheiratet sind und gemeinsam Kinder kriegen und großziehen. Denn an einer 100%igen Gleichstellung von queeren Eltern gibt es auch Kritik. Zum Beispiel von Teilen der CDU. Jan-Marco Luschak ist Berliner Bundestagsabgeordneter und sagt, es sei für ein Kind identitätsstiftend zu wissen, wer der leibliche Vater ist. Das betreffe vor allem Kinder von lesbischen Paaren, die mit privater Samenspende entstanden sind. Eben genau wie bei Christine und Katrin. Luschak ist der Meinung, wenn der Vater bekannt ist und vielleicht sogar ein Freund der Familie ist, dann sollte er auch rechtlich gesehen als Elternteil gelten. Auch dann, wenn er vor der Geburt von allen Rechten und Pflichten zurückgetreten ist. Solchen Konstellationen, selbst wenn jemand sagt, ich will eigentlich mit dem Kind nichts zu tun haben, lehrt die Lebenserfahrung, dass es eben nach, wenn das Kind dann auf der Welt ist, man einmal in die Augen eines Neugeborenen gesehen hat, dass möglicherweise Dinge sich auch ändern. Und deswegen finde ich es hier nicht richtig zu sagen, es gibt einen Automatismus, das rechtliche Band zwischen dem leiblichen Vater und dem Kind wird automatisch gekappt. Er sagt hier also, egal welche Vereinbarung vor der Geburt mit einem privaten Samenspender getroffen wurde, der Erzeuger sollte in jedem Fall auch rechtlich mit dem Kind verbunden bleiben. Mit der Meinung steht er nicht allein da. Die Ampelregierung plant zwar Änderungen im Abstammungsrecht, beim Thema private Samenspende gibt es aber auch hier keine klare Linie. Dazu gleich mehr. Wir haben Katrin erstmal gefragt, kann sie diese Argumentation nachvollziehen? In dieser Kritik lese ich auch einfach eine Angst, also so eine Bedrohung des Patriarchats, dass die Reproduktion nicht mehr allein aus Mann und Frau bestehen. So, ja. Das ist, anders kann ich mir das nicht erklären. Wie findest du diese Kritik des CDU-Politikers? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Die Ampelregierung will das Abstammungsrecht ändern, es queeren Paaren also einfacher machen. Wie genau und ob das Christine und Katrin am Ende hilft, das siehst du jetzt. Der erste schnelle Schritt, um möglichst schnell, möglichst viel Ungleichbehandlung zu vermeiden, ist, dass wir bei den etwas unproblematischeren Fällen jetzt sehr schnell das Abstammungsrecht anpassen, beispielsweise bei der anonymen Samenspende. Die Ampel plant eine Änderung des Abstammungsrechts. Wann ist aber noch nicht klar. Was der Bundesjustizminister vorschlägt, heißt aber auch, die Änderungen sollen nur für verheiratete 2-Mütterfamilien gelten, die ihr Kind mit offizieller Samenspende, also von einer Samenspendebank, bekommen haben. Nur in diesem Fall würden beide Mütter automatisch in die Geburtsurkunde eingetragen werden.
Katrin und Christine bringt das erstmal nichts. Bei ihnen war es ja keine offizielle Samenspende, sondern die eines Freundes. Ihnen und allen anderen, zum Beispiel Transeltern, Menschen mit Geschlechtseintrag divers und unverheirateten Frauenpaaren, bleibt dann vermutlich weiterhin nur die Stiefkindadoption. In anderen Ländern haben queere Paare zum Teil mehr Rechte als in Deutschland, zum Beispiel in Belgien oder den Niederlanden. Belgien und die Niederlande lassen eine rechtliche Elternschaft bei einem lesbischen Paar auch ohne Adoption zu. Wenn ein Kind geboren wird, wird die Ehefrau der biologischen Mutter, genau wie der Ehemann bei Heteropaaren, automatisch als rechtlicher Elternteil eingetragen. Christine und Katrin sind noch nicht am Ziel angekommen. Die Pläne der Ampel werden ihnen erstmal nicht weiterhelfen. Ihre Klage liegt beim Kammergericht Berlin. Im Juli erwarten sie eine finale Entscheidung zu ihrem Fall. Durch die Erlebnisse im Adoptionsprozess haben sie sich mit anderen betroffenen Familien zusammengetan. Bei Nodoption, das ist eine Initiative von betroffenen Regenbogenfamilien. Gemeinsam haben sie eine Petition gestartet und demonstrieren für volle Gleichberechtigung. Wir fordern vollständige Geburtsurkunde für unsere Kinder ab Geburt, und zwar unabhängig davon, ob die Eltern trans, divers, cisgeschlechtlich, ohne Geschlechtseintrag, lesbisch, schwul oder hetero sind. Uns darf keine Rolle spielen, ob sie verheiratet sind oder nicht. Christine und Katrin hoffen, dass sich durch ihre Klage, ihre Mitarbeit bei Nodoption und die Petition bald etwas ändern wird, damit lesbische Eltern in Zukunft einen leichteren Weg haben. Kinder haben ein Recht darauf, von Anfang an beiden Eltern zugeordnet zu werden, in diesem Fall ihren beiden Müttern. Die aktuelle Rechtspraxis diskriminiert Kinder und lesbische Mütter. Das geltende Abstammungsrecht ist queerfeindlich. Und auch von der geplanten Reform profitieren die meisten queeren Familien nicht. Dass sie Regenbogenfamilien nicht mehr diskriminieren will, muss die aktuelle Regierung erst noch zeigen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns ein Like da und teile es mit deinen FreundInnen. Und schaut mal bei Auf Klo vorbei, die KollegInnen haben sich auch mit dem Thema lesbische Familienplanung und Kinder bekommen ohne Vater beschäftigt.